Hallo und herzlich willkommen, meine Rambas. Schön, dass ihr heute bei dieser kleinen Preview von der Grille 15 dabei seid, die ich heute für euch spielen werde. Grille 15 ist ja der Ersatz für den Waffenträger auf EN100. Also jeder, der den Waffenträger aktuell in der Garage hat, bekommt dann bald diesen reingestellt. Ich selber bin noch ein bisschen zwiegespalten, aber ich muss eins sagen, es gab meines Erachtens schlechtere Täusche. Also, diesen Zwangsgetausch zu bekommen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Natürlich ist es nicht die feine englische, dass man einen Panzer, den man sich gespielt hat, weggenommen bekommt und durch einen anderen ersetzt bekommt. Aber ich mag dafür agile Panzer und das ist er. Man sieht die Geschwindigkeit. Ich halte hier mit einem Objekt 430 und T62A mit. Also, das mit dem TD. Ich finde auch die Gun Depression, finde ich, cool. Damit kann man wirklich arbeiten. Nachladezeit 14,2 Sekunden. Jetzt schauen wir mal, vielleicht fahrt da noch einer hoch. Ansonsten, wir haben einen Durchschlag von 2,79. Ja, ob es der wert war. Aber der T62A dahinter konnte gut davon profitieren. Ah, die splasht schon rein. Oh ja. So, ich konnte mich schön durchschleichen. Schnelle Einzielzeit. Auf jeden Fall auch ein ganz klares Plus für diesen. Wie gesagt, kein komplett freidrehbarer Turm. Der Turm ist links und rechts beschränkt. Ihr seht hier und da nach rechts das Gleiche. Schade, auf die Conqueror komme ich nicht drauf. Vielleicht der EN100, der mich dann hier nochmal drauf schießen lässt. Oder die Arti. Also wirklich eine schöne Ein-Aim-Zeit. Damit kann man definitiv arbeiten. So, ich muss weiter. Panzerung hat er definitiv keine. Also wer eine Panzerung erwartet, der wird definitiv enttäuscht. Aber ich glaube, das darf man auch bei dieser ganzen Reihe niemals erwarten. Aber wer eben sagt, er hat Bock auf einen flinken, agilen, der wird auf seine Kosten kommen. So, jetzt gehen wir doch mal den EN100 besuchen, weil das ist ja das Schöne mit diesem Panzer. So, der ging nicht durch. Da hat er meinen Motor beschossen. So, und jetzt gehe ich ja ein bisschen aggressiver drauf. Und weg ist er. Und jetzt nur noch der FV da oben am Leben und der ist auch gleich weg. Also ich glaube, man hat alles gesehen. Man hat einen agilen Panzer, man hat eine schöne Nachladezeit, man hat eine gute 1M-Zeit, man hat keine Panzerung und es ist alles dabei. Also es ist für mich persönlich mit meinem Spielstil, wie ich das gern mag, und zwar ein Panzer, der etwas agiler ist mit Kosten der Panzerung, ein vernünftiger Tausch. Und dementsprechend bin ich mit 2838 Schaden auf dem vierten Platz im Schaden gelandet und im Mittelfeld von den XP. Ja. Ihr könnt mir ja gerne auch mal in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben, aber ich denke, mit 4 Treffern den Schaden zu machen, das ist wirklich solide und das in der kurzen Zeit. Also, da kann man sagen, das ist nice. Ja, dadurch, dass die Runde recht kurz ging, können wir uns den Panzer hier auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Schauen uns das Exterieur etwas besser an. Da gibt es
diese beiden Tarnungen für das Thema Winter. Hier dann die Möglichkeiten und zu guter Letzt auch hier diese. Ja, ansonsten Beschriftung seht ihr drauf. Ich habe mein obligatorisches München draufstehen. Exterior Service ist klar. Wir haben einen Kommandanten, einen Gunner, einen Fahrer, den Radio Operator, den Funker, den und zwei Ladeschützen. Also die Crew kann richtig, richtig ausgiebig geschult werden und ihr seht, wie ich ihn hier gefahren habe, mit was ich da drauf hatte. Ja, ansonsten, dieses Loadout habe ich genutzt. Und hier auch nochmal der Übersichtsbaum, der ja neu gemacht worden ist. Auch sehr schön, sehr gut gemacht, gefällt mir außerordentlich und man sieht sich, wie was sich verbessert und verändert. Und im Tech Tree eben, nach dem Waffenträger auf Panzer 4, kommt dann die Grille 15. Hier nochmal die Charakteristik und alles weitere. Ja, das war's dann. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zu dem Panzer gefallen. Und wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen da, sagt mir eure Meinung und bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.